Ich muss mich erst in Positur werden. Und nun haben Sie die große Güte und sagen Sie dem Herrn Professor, der Theaterdirektor Emanuel Striese, diese ganz gehorsamst um die Ehre bitten. Oh, mein Gott! Was ist? Ich wollte doch nur, dass sie noch ein wenig in der Kur bleibt. Marianne und ich, wir reden auch nur noch das Nötigste. Frauen können ja so hart sein. Sie sind der Theaterdirektor. Friederike ist eine unheimliche Frau. Die kleinen Blümchen, die du mir geschickt hast, stehen vor mir im Wasserglas. Die kleinen Blümchen liegen ja hier in dem Aschenbecher. Das sind ja lauter Lügen. Mein Herr, dann sind Sie ein ganz niedriger Charakter. Sagen Sie mal, mein schönes Fräulein, geht denn in der Herrschaft fleißig ins Theater? Ach, Herrje, also seit ich hier im Dienst bin, ist aus diesem Hause niemand ins Theater gekommen. Das ist schon dunkel aus jedem Kurmacker. Ich hab dir eine Abwechslung mitgebracht. Du kannst dich ja in den nächsten Tagen mit Fritzi unterhalten. Was kann der denn schon sagen? Gib mir ein Küsschen. Auch wenn ich das von Friederike auch mal wieder hören würde. Ich bin ja noch mal zurückgefahren. Es war nicht doch. Ein großer Erfolg.